We have been having the African week. Wir haben eine afrikanische Woche. God has seen us almost through. Today is the last day. Und heute ist der letzte Tag. Thank you all for your support. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. So, we try to be brief. We have visitors from the Dutch AIDS Hilfe. Wir haben Besucher von der Deutschen Hilfe. There is a team of people who are going around the whole of Germany. Es gibt ein Team, das halt über ganz Deutschland geht. Österreich. To try to sustain people about their health. Um Leute zu leben über ihre Gesundheit. Wir sind so gesegnet, dass wir Kinder Gottes sind. The message that God has for us, und die Nachricht, die Gott für uns hat, find us in his house. Kann uns in sein Haus finden. There are some people who are finding this message out there in hard conditions. Es gibt Leute, die diese Nachricht draußen in schweren Zeiten merken. God has put a wall of shelter around us. Aber Gott hat uns beschützt. Everything that he wants us to know, alles, was wir wissen sollen, finds us in his house. Findet uns in seinem Haus. There are four types of people. Es gibt vier Arten von Leuten. A group of people, eine Gruppe von Leuten, who know about their health, die über ihre Gesundheit Bescheid wissen. There's a group of people who don't know about their health. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die nicht über ihre Gesundheit Bescheid wissen. In this group, there are some people who are sick and others are healthy. Es gibt da Leute, die gesund sind und there are some people who are sick and they know they are sick. Es gibt Leute, die krank sind, die wissen, die sind krank. They are safe. Und die sind gerettet. Some people are not sick and they don't know they are not sick. Es gibt Leute, die nicht krank sind und die wissen, dass sie krank sind. God is protecting all of us. Gott beschützt uns alle. But the people who don't know their health condition. Aber die Leute, die nicht über ihre Gesundheit Bescheid wissen. Every part of our body is important. Und jeder Teil unseres Körpers ist wichtig. We need our lungs. Wir brauchen unsere Lungen. We need our eyes. Wir brauchen unsere Augen. I cannot read by myself because of my eyes. I know how important my eyes are now. Ich kann nicht mehr so lesen wie vorher. Ich weiß, wie wichtig Augen sind. I sat in the car with Yasmin from Landwehr Plus and drove to Duttweiler without light. Letzte Woche bin ich ohne Licht von Landwehr Plus zu Duttweiler gefahren. I noticed what was wrong. Ich war zu müde, um zu merken, was by los God's ist. Protection, I drove from Landwehr Plus to Duttweiler in the night without light. Und ich bin nachts ohne Licht von Landwehr Plus zu Duttweiler. We have to see the Augenarzt. Wir mussten zu einem Augenarzt gehen. A few minutes later, I saw police blinking stop. Und ich habe dann Polizei gesehen, die hat gesagt, what had done. Und die wussten nicht, was getan hatte. They controlled me and told me I'm putting my daughter's life and mine in danger. Und die haben mich kontrolliert und sagten, dass ich mein Leben, dass ich meine Tochter. If a big lorry came or a motorcycle, wenn ein Motorrad oder ein LKW-Fahrer crash us. Die könnten uns erwischen. I was too tired, even when the police controlled me, I couldn't know what I had done wrong. Und ich war so müde, ich konnte nicht mehr wissen, was ich falsch gemacht habe. Please check every part of your body so that you can use it to serve God. Aber wir müssen wissen, was in unserem Körper ist. Brother, give us there to Bible verses for us before we invite our listeners. Und wir haben auch ein paar Bibelverse für vorbereitet für euch. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It's really a pleasure to be here with you. Ich freue mich wirklich sehr, and it's also important to know how life goes on. Wie das Leben weitergeht. Before we read the English version, you read the German version for us, so those who don't understand the English can also get it properly. Actually, the Bible also says something. Die Bibel sagt etwas. You have never even thought of. Du hast darüber noch nicht nachgedacht. God Himself. Gott selber. Want you to live healthy. Möchte, dass ihr gesund lebt. God Himself. Gott selber. Want you to live strong. Möchte, dass ihr stark seid. In confidence. Und mutig. That's why even Jesus said. Deswegen sagt Jesus. I have overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. And we, children of God. Und wir Kinder Gottes. Are conquerors. Wir sind Überwinder. Which means. Das bedeutet. You are strong in the spirit. Du bist stark im Geist. In the realm of God. In der you have to be strong. Musst du stark sein. That means Satan wanted to be like God. Weil der Teufel wollte wie Gott. And he was even challenging God. Und er hat sogar Gott and if God was not powerful enough. Wenn Gott nicht so kraftvoll wäre. He would have won God. Hätte es vielleicht gewonnen. But he had no way. Aber es gab keinen because Weg. Because God omnipotent. Denn Gott ist mächtig. Too powerful. Er ist zu to be defeated. Um besiegt zu werden. I want to get you something from the Bible. Ich möchte, dass ihr etwas aus der Bibel hört. 3 John 1 and 2. Johannes Verse 1 und 2. Anytime God uses the word beloved. Jedes Mal, wenn Gott sagt Geliebte, which is it comes always with a comma. Das kommt immer mit einem Komma. Which means there is also a statement following it. Das heißt, es kommt noch ein Satz danach. So which means this is the word that coming from the heart. Das heißt, es ist ein Wort, das vom Herzen kommt. It says beloved. Beloved. Liebe Brüder. I pray that you
I pray that you may prosper in all things. Ich wünsche mir, dass ihr Erfolg hast in allen Dingen. And be in health. Und Gesundheit. Just as your soul prospers. So wie es deiner Seele wohlergeht. You haven't got it yet. Habe es noch nicht. That your soul prospers. Dass deine Seele wohlergeht. You can have the whole world. Du kannst die ganze Welt haben. You can have the whole money. Du kannst alles Geld haben. If your health. Wenn deine Gesundheit. If your health. Wenn deine Gesundheit. Is not leading you so the way it's supposed to be. Es ist nicht so, wie es sein sollte. You will not think about the millions of dollars you make in a day. Du wirst nicht mal nachdenken, wie viel Geld du hast. You will fight every single day to live. Du wirst jeden Tag kämpfen, um zu leben. So it is important to check our health. Es ist wichtig, dass wir unsere Gesundheit. It's good that we work. Es ist gut, dass wir arbeiten. It's good that we have money. Es ist gut, dass wir Geld haben. But the Bible says, aber die Bibel sagt, if a man owns the whole world, wenn ein Mensch die ganze Welt hat und seine Seele verliert, why are you going with this items? Wohin gehst du mit diesen Sachen? These are all vanities. Das ist alles vergänglich. Seek the word of God. Such das Wort Gottes. Like Hosea 4:16. Wie Hosea 4:6 sagt. Lack of knowledge. Dass wir keine Weisheit you haben. Think you know, du denkst, du weißt. But you know less. Aber du weißt wenig. You think you know, du denkst, du weißt. But you know less. Aber du weißt wenig. Lack of knowledge, my people perish. Weil ihr Weisheit fehlt. Don't think you know. Leute. Denk nicht, dass du weißt. Because there is a poem saying education has no end. Sprich sagt, Bildung hat kein Ende. You always have to make research. Du musst immer nachforschen. It's important. Wichtig. You go to work, du you eat, have time for yourself, rest. Most of us, we know cola, orange juice are sweet. Wir alle wissen, dass, cola and we drink less of water every day. Und wir trinken wenig Wasser. It won't bring you any good. Das bringt dir nichts Gutes. So it's, that is why we have decided to campaign deswegen haben across wir, the cities, wir in the churches. Sagen, in and we thank Bishop and Mount Zion as well wir to give us the privilege den to share the good news with you. Die gute Nachricht mit like, euch Jesus, like Jesus said, wie Jesus sagt, I have come ich bin gekommen with the good news. Mit der guten Nachricht. But the good news is die gute the divine life. Dass ihr das Leben findet. It's a divine life. Es ist ein something you know is not there, but you believe is there. Etwas, wo du denkst, es ist da, aber es ist nicht da. Don't be like when Paul went to Corinth and said, I could not give you meat because you are baby in Christ. So, I have given you a milk. Konnte ihm kein Fleisch geben, weil sie noch keine Zähne. Aber sei in the mind. In euren Gedanken. And what you are sharing with you. Und was du, check yourself. Überprüfe dich your selber. Children. Deine Kinder. So that you may live healthy. And when you are healthy, you can bist, worship God and jump to the highest. Du kannst Gott anbeten, but if your body is not well, aber wenn dein Körper nicht you will sit in there looking at the people and being sad. Du bist traurig. Check yourself. Thank you. So we'd like to invite our guests, special guests, Kylo, Anita, Melike, unseren Besuch nach vorne mit Mato. I thank this team because they follow me everywhere I go to support my work. And today they really gave their whole weekend to be here with us in the afternoon. And they can introduce the project to you because and you missed you have the Vorstellung verpasst. Ihr wisst nicht, wer du bist. Ich heiße Melike, ich bin halb Türkin, halb Algerianin, born in Berlin. So this man, I call him a white African man, is always also walking around Africa. Ich heiße Mihailo. Ich bin in Belgrad geboren, heutige Serbien, und ich lebe seit 55 Jahren in Stuttgart. Okay, die Aufklärungsgruppe ist in Berlin. Anybody who has a Veranstaltung and you think you have people who want to learn. You can contact us and they will come. They don't charge you money. Wenn they can accommodate themselves and bring themselves where you are to teach your people. Die werden dann kommen und dann den Leuten was beibringen. Und es ist mir eine Ehre, heute hier zu stehen und die Modern Aufklärungswerte Ihnen vorzustellen. It's an honor for me to stand here and to teach you something today. Und wir haben zwei Vorstellungen zu machen. We have two und die, points to do. Und die erste ist ein Tratschen. Tratschen. Gossiping. Gossiping. Okay, the first one is gossiping. Und die zweite ist Abschiebung. And the second one is deportation. Und
Und was ich noch sagen möchte, what I want to say is, normal, wir sind mehr Leute. We are normally bis, more people. Bis 8 Personen. 8 people. Und heute sind wir 4 Personen. But today we are 4 people. Auf private Grund, die anderen sind nicht gekommen. Out of private reasons, the other ones are not here today. Und versuchen wir heute, and we are trying today, jede 2 Vorstellungen zu machen. We are trying to do these 2 points today. Das wollten wir jetzt machen. Und ich wünsche euch viel Spaß.